Woran glaubst du? Woran ich glaube? Naja, fangen wir mal ganz von vorne an. Ich war ein Kind, klein, naiv und hatte wenig Ahnung von der gesamten Welt und wie das Leben abläuft. Ich wuchs immer in der festen Überzeugung auf, es gäbe ein gewisses Wesen, das die Welt erschaffen hat und wegen dem es uns Menschen gibt. Daran habe ich lange geglaubt und fühlte mich sicher und hatte keine Angst. Das dauerte ungefähr so lange, bis ich 15 war. Im Mai des Jahres 2014 starb mein Opa im Alter von 79 Jahren. Ein schönes Alter, jedoch fragte ich mich in gewisser Weise ab diesem Zeitpunkt, warum der Tod uns so plötzlich begegnen muss. Man wird schon früh mit ihm konfrontiert, beispielsweise dann, wenn Bekannte oder Freunde von den Großeltern sterben. Jedoch sagt man dann, bis es uns trifft, ist es ja zum Glück noch lange hin. Irrtum, es kann uns jeden Tag treffen. Das war eine harte Erkenntnis, denn dadurch hatte mein Glaube an das Wesen Gott einen kräftigen Dämpfer bekommen. Vorher noch mit den Gedanken in Watte gepackt, wurde ich jetzt, kurz jedoch schmerzvoll, an die harte Realität des Lebens herangeführt. Die Realität war und ist, dass im Grunde egal was passiert, jede Situation im Leben eine Gefahr darstellen kann. Ich rede von Terror, Gewalt oder Unfällen, die jederzeit zum Ende eines Lebens führen können. Doch ist Glaube nur ein Wort für die Religion? Kann der Glaube an sich nur für den Glauben an Gott verwendet werden? Nein, ich denke nicht. Für mich ist wichtig, an mich selbst glauben zu können, an das zu glauben, was ich schaffen will, an das Glück in meinem Leben und daran, dass die Welt wieder ein besserer Ort wird und wir uns als Ersatz dafür nicht unbedingt ein Paradies außerhalb der Erde vorstellen müssen. Für die Leute, die jetzt denken, ich gehöre keiner Religion an, denen antworte ich, dass ich es selbst gar nicht weiß. Ich bin evangelisch getauft und konfirmiert und werde es voraussichtlich auch bleiben. Denn, womit wir wieder beim Thema wären, ich habe auch hier den Glauben noch nicht verloren. Für jeden Menschen auf der Welt gibt es verschiedene Dinge, an denen er oder sie individuell glaubt. Und ich respektiere und akzeptiere jeden dieser Menschen gleich. Denn ich glaube, der Grund, warum die Menschen glauben, ist, dass sie sich nach Freiheit sehnen. Freiheit für ihr Leben, Freiheit für die Gedanken, Freiheit für das Glück und vor allem Freiheit für das Gute. Jeder Mensch glaubt, ob nun Terroristen, Amokläufer, Christen, Juden, Muslime oder Menschen, die keiner Religion angehören. Alle haben einen Glauben. Welcher Glaube der richtige ist, das sollte jeder Mensch für sich entscheiden. Ich glaube aber zu wissen, wenn es so etwas wie einen Gott gibt, er es nicht gutheißen würde, wenn Glaube die Menschheit gefährdet. Denn für ein schönes Leben ist es wichtig, zu glauben. Ob nun an eine Religion oder an die Wissenschaft oder an etwas völlig anderes, ist egal. Glaube macht nur dann Sinn, wenn man sich mit dem, was man glaubt, wohlfühlt. Und damit meine ich nicht nur Menschen, die an etwas glauben, sondern auch für ihre Mitmenschen, die durch den Glauben anderer nicht in ihrem Handeln beeinflusst werden dürfen, sondern sich jeder gleichzeitig schätzt und respektiert und akzeptiert, ohne sich und anderen zu schaden. Ich glaube an das Gute, daran, dass alles wieder gut wird und dass die Menschheit es schafft, zueinander zu finden und in Frieden zu leben. Das ist, woran ich glaube. Woran glaubst du?